Mit dem Velo geht es den Monte Velo hinauf bis zum Abzweig zur Parete di Pezzol. Dabei sollte man nicht versuchen, jeden Abkürzer mitzunehmen. Reserviert für Wanderer. Die Ausschilderung befindet sich erst am Ende der vermeintlichen Abkürzung. Letztendlich sind wir dann doch angekommen und haben die Velos verstaut. Wir wandern am Parete di Irr vorbei zur Parete di Pezzol. Das Leben nicht schwerer machen, als es ist. Pünktchen hier. Dabei immer auf die Pünktchen und Steinmänner achten. Der Einstieg der Dante de Sati befindet sich links von der Route Trinquea. Für den Zustieg sollte man gut 20 Minuten einplanen. Los geht's mit einem leicht brüchigen Vorbau und einem kleinen Überhang im 5. Grad. Oh, ich will aufpassen müssen jetzt, gell? Ja? Ja, ein bisschen aufpassen, weil es könnte ein bisschen brüchig sein. Ja, aber ich glaube, die Luft so hoch. Ja, ja, ja. Dann folgt ein leichter und gut griffiger Pfeiler bis zum ersten Stand. Da haben wir noch einmal die Führung gewechselt. Sind das für welche Südtiroler oder was? Tiroler. Was? Tiroler. Tiroler. Und ja, wurden leicht radikal rechts überholt. Okay. Aber so ist das halt, wenn man zu langsam ist. Die zweite Seillänge ist schön plattig und wartet gleich mit einer 6er Passage auf. Da hatten wir ein bisschen gewartet, bis der Spuk rechts von uns vorbei war. Es folgt wieder gut griffige Viererkletterei. Ein Blick hinüber zur Sulle Pance di Pezzol. Auch dazu gibt es schon ein Video. In der dritten Seillänge habe ich dann an einer 5-Plus-Stelle ganz schön herumgekrampft. Aha, da muss ich auch anziehen. Kann ja sein, dass das nur ein Fünferl ist. Insgesamt handelt es sich aber um eine sehr gute Seillänge. Ich meinte, es wäre vielleicht mal nicht ganz verkehrt, eine Sicherung zu legen. Generell sollte man bei der Route einen Satz Cams mit dabei haben, um die Absicherung gegebenenfalls noch ein bisschen zu verbessern. Innen drin, das ist recht gut. Arco mit der Burg und dem Colotri. Geklettert wird in der Platte links vom Kamin. Da sind die anderen jetzt gerade drin oben. Und darüber folgt weitere Plattenkletterei. Es folgt die Schlüsselstelle. Rüben. Feuchter Mist. Ein kurzer Untergriffquergang und ein abschließender Überhang. Frei 6+. Weiter geht es in einer Art Kamin mit abschließendem Riss und blattigem Finale. Musst du halt im Bruch warten. Der Bruch.
Es folgt ein 4+ Pfeiler, der sehr viel Putzarbeit erfordert hat. Da habe ich mit Florian, einem der Erstbegeher, darüber gesprochen. Ich weiß, ich habe mit ihm darüber gesprochen, über die Tour. Und da hat er, habe ich schon gesagt, da hat er jetzt eigentlich, das war, ich glaube, 10 Tage hat er da gebraucht. Ab und zu denke ich, sollten Wiederholer auch daran denken, wie viel Arbeit in so mancher Route steckt. Auch wenn das Ergebnis aufgrund der Felsbeschaffenheit nicht zu 100% perfekt sein kann. Wenn er vorher gewusst hätte. Aber das war, glaube ich, irgendwo ein Teil, war schon ein Klassiker. Und der hat ihn dann gebeten, ob er das nicht vervollständigen kann. Nachdem es neben eben die Trinkeer schon drin gehabt haben. Ja, das ist jetzt ganz gut, der Fels nach oben. Hat er schon. Und das geht gut, also das war jetzt ordentlich abgeschlagen alles. Der Blick von der Route reicht bis hinüber zum Gardasee. Hier kann man die Tour gegebenenfalls beenden oder die letzte, gemeinsam mit der Trinkea verlaufende Seillänge anhängen. Also sind die Trinkea mitgegangen? Ja, ja. Diese bietet noch einmal schöne Kletterei bis zum 6. Schwierigkeitsgrad. Zum Abstieg steigt man bis zum Strommast auf. Dann auf mittlerweile sehr gut ausgetretenem Pfad zurück zum Pezzol de Irr und von dort zurück zu den Fahrrädern respektive zu einem Auto.